Lewis Hamilton hat beim USGP seinen ersten Matchball vergeben, doch schon beim Großen Preis von Mexiko hat er die nächste Chance auf seinen 5. WM-Titel in der Formel 1. Welche Ergebnisse es dazu braucht? Spox erklärt euch, wie Hamilton Weltmeister wird. In Austin kam Hamilton als Dritter ins Ziel, direkt dahinter sah Vettel die Zielflagge. Dieses Ergebnis brachte zwar nicht die endgültige Entscheidung, sieht den Engländer vor dem nächsten Grand Prix aber nun in noch aussichtsreicherer Position. Formel 1 wie wird Lewis Hamilton in Mexiko Weltmeister? 3 Rennen stehen in dieser Saison noch aus. Damit sind noch maximal 75 Punkte zu vergeben, wobei Hamilton auf ein Polster von 70 Zählern blicken darf. Der Titel scheint also nur noch Formsache. Bereits in Mexiko krönt sich Hamilton zum Weltmeister, wenn Vettel nicht gewinnt, er bei einem Sieg Vettel schlechtestenfalls Siebter wird. Lewis Hamilton, Mexiko als gutes Omen für WM-Titel. Schon 2017 machte Hamilton den WM-Titel in Mexiko perfekt. Ein gutes Omen also für dieses Jahr. Zumindest böte sich das Autodromo Hermanos Rodriguez für die Feierlichkeiten an, mit dem integrierten Baseballstadion und den fränkischen Fans in Mexiko hat man die perfekte Kulisse. Am kommenden Sonntag wissen wir mehr. Formel 1 WM stand nach dem US-Geplatzfahrerteampunkte einem Lewis Hamilton Mercedes 3462, Sebastian Vettel Ferrari 2763, Kimi Räikkönen Ferrari 2214, Valtteri Bottas Mercedes 2175, Max Verstappen Red Bull 1916, Daniel Ricciardo Red Bull 146 Punkte. Vergabe in der Formel 1 Rang WM Punkte 1.352.183.154.125.186.78.68.49.210.10. Die restlichen 10 Fahrer gehen leer aus. Werbung.